Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was bekommen, beziehungsweise eine Anfrage bekommen, ob ich das euch zeigen wollen würde. Und ihr habt es ja bestimmt in der Beschreibung gelesen, wo sieht man es? Von, oh Gott, wie spricht man das aus? Alktree Smart Plug. Die sind Meta-kompatibel, work with Amazon Alexa und Google Assistance. 4 Stück sind drin. Und so eine Steckdosen kann man nicht genug haben und überall verteilen. Und deswegen habe ich ja gesagt, weil die sind cool. Dann kannst du sagen halt, auch Steckdosen, die hinter der Wand sind oder die, wo du halt schlecht rankommst oder auch so, kannst du dann halt mal sagen, an, aus oder so, kannst du einen Lüfter dranhängen. Oder ein Ventilator und dann sagst du Ventilator, nennst du das Ding Ventilator und sagst du Ventilator an und dann geht die Steckdose an und geht der Ventilator an. Und wenn du halt schon eine Stufe 1 gemacht hast, ja, das ist ganz cool. Und ja, dann würde ich sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht. Das wird wahrscheinlich Unboxing und Hardware. Wir werden dann halt, weil was willst du da großartig unboxen, sind 4 Stück drin. Und wir werden das dann gleich mal mit der App verbinden. Und die muss ich mir dann noch runterladen. Und ja, mal gucken, was wir mit Alexa das Schöne zaubern können. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal. So, oh, ich habe jetzt zu weit reingezoomt. Jetzt befinden wir uns an der Unboxing-Ansicht. Name, was er kann. Meta, Amazon, Google. Plug, also Smart Plug. 4 Stück sind drin, so sieht er aus. Open ist da. Hier auch nochmal. Oh, ich sehe hier noch was. Das ist das Zeichen für SmartSync. Das ist von Samsung. Dann kann ich das auch über meine SmartSync bzw. über meinen Fernseher an- und ausschalten. Weil ich habe in dem Fernseher, der hat auch SmartSync eingebaut. Dann hast du dann so eine Art Benutzeroberfläche. Dann kann, also, sieht aus, wie kannst du so gestalten wie einen Raum. Und dann kann, dass die Geräte da in dem Raum verteilt sind, wo sie sind. Bisschen knapp, bisschen clean. Aber das ist dann kompatibel. Das müsste Apple Home sein. Hier hinten haben wir dann noch ein bisschen obligatorisch Blabla. Scan, Modell ET27, AC230V, 16A3680W, Working Temperaturen 20 bis 50 Grad, das ist gut, das ist gut, an die minus 20, soll das minus 20 bis 50 Grad heißen oder ist das dann eine Wellenlinie? Jetzt minus 20 bis 50 Grad, denke ich mal. Wi-Fi-Standard 2,4 GHz. Ja, naja, so wie immer. Obligatorisch halt. Hier hinten haben wir dann noch Wi-Fi, Settimes, Voice-Control, App-Control. Voice-Control natürlich durch Siri, Alexa oder Google Assistant. Bevor wir hier gucken. Ich hatte gleich die deutsche Seite aufgeschlagen. Ja, wir gucken mal, bevor wir was machen. Oh. Moment. So, kann weitergehen. Ich wollte gerade die App, aber hier kam gerade ein Fanti und mir hat noch ein Fanti gefehlt, dass ich ihn weiterentwickeln kann. Ich spiele mir seit 14 Tagen Pokémon Go, um mich ein bisschen zu animieren zum Laufen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist mein Scanner. So, der hat hier gleich so Google Assistance, wir wollen Alexa.
So, Bluetooth. Erstens Bluetooth on, zweitens 2,4 Smart Home Hub. Alexa. Nee, das ist doch Alexa App. Ach, direkt über die. Ohne App. Select Meta. Select Scan QR-Code. Das ist meine erste, die mit Meta eingebunden wird. Also auf dem Gerät ist ein QR-Code. Den sollen wir dann scannen. Und dann soll A. sich damit verbinden. Okay. Soll auf 2,4 GHz sein. Mhm. Naja, das werden wir mal testen. So. Ah, Wi-Fi ist aus. So, wir sind auf 5. Wir wechseln auf 2,4 GHz. So, haben wir. So. Dann sollen wir in die Alexa-App reingehen. Also, nee, das ist ja nicht die App. Das ist ja das extra Ding. So. Dann Plus. Gerät. Zwei Geräte automatisch verbunden. Zwei Fernbedienungen. Zweite Fernbedienung und Wohnzimmer. Ach, das sind die Alexa-Fernbedienung. Die waren wohl nicht mehr drin. Warum auch immer. Ich jetzt. Was? Du musst dich hier wieder einmischen hier. Geräte anzeigen. Zweite Fernbedienung. Also eigentlich hätten die. Waren die drin? Fighting Cube Schlafzimmer und so. Ja, muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Weil ich habe sie mir auch rufen lassen können. Ohne Worte. So. Gerät hinzufügen. Steckdose. Und dann nochmal aufrufen. So. Add Device. Ja. Plug. Order. Achso, Order. Da müssen wir erstmal ganz nach unten. Sonstige. Meta. Ja, hat es. Hat es. Dann müssen wir. Ich habe ja vorbereitet. So. Ach, da ist es. So, dann können wir das nämlich einstecken. Hier ist der Meta-Aufkleber, auch mit dem Meta-Logo. Code scannen. Auch schon, ich habe nur die Hälfte drin. Google Home. Nee, nochmal. Beenden. Ja. QR-Code scannen. Suche läuft. Kann sein, dass er den jetzt hier gerade noch mitgescannt hat und dadurch gesagt hat, irgendwas mit Google Home. Ah, guck mal an. Dann feiert. Ach Quatsch, Fritzbox. Bluetooth ist ja auch an. Alexa bereitet dein Gerät vor. Ich bin mir leider nicht sicher. Ach, dass sie sich immer wieder einmischt. Steckdose wurde gefunden. Weiter. Erste Steckdose. Warte mal, nehmen wir mal. Test.
Stück. Dose. Name aktualisieren. Wo ist es? Wohnzimmer. Zur Gruppe hinzufügen. Ach, da kann man dann fügt man nur gleich in die richtige Gruppe hinzu und muss nicht später alles selber machen. Das ist gut. Ich habe letztens noch so über die App rumgemeckert. Ich werde mal ohne A-Punkt sagen, ich werde es jetzt mal auf dem Handy auslösen. Teststeckdose an. Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen Steckdose. Was möchtest du? Teststeckdose. Teststeckdose aus. Man braucht gar keine App mehr. Das ist geil. Also, da lohnt sich Meta wirklich. Also, das war ja. Ich habe ja noch nicht komplett umgerüstet. Aber das ist doch cool. Du brauchst keine App mehr. Du kannst es direkt mit A-Punkt verbinden, mit Meta und durch Meta und brauchst halt die ganzen Apps hier. Das sind alle Smart Home Apps. Die brauchst du denn ja nicht mehr. Viele gingen auch über die gleiche App, logischerweise, aber kannst du jetzt alles sparen, wird direkt über A-Punkt gesteuert. Das ist ja geil. So, jetzt wollen wir aber wir haben keine Übersicht mehr, wie viel wir verbrauchen, oder? Wartet mal. Geräte. Gerätetyp. Steckdose. So. Test. TV. USB. Kinder. Ein paar Steckdosen fehlen, aber die Teststeckdose. Die ist jetzt nicht mit bei. So. Neu zu alt. Da haben wir so Teststeckdose. Können wir halt jetzt direkt hier drüber an- und ausmachen. So wie wir gewohnt sind. Eine Routine erstellen. Da können wir dann halt direkt hier unten rein und sagen, dass eine Routine erstellt werden soll. Also dass er zu einer gewissen Zeit angehen soll. Oder wenn irgendwas ausgelöst wird. Es gibt ja auch so Bewegungssensoren, die über A-Punkt funktionieren. Dass du dann halt irgendwie sagen kannst, wenn da einer durchläuft, soll Licht im Wohnzimmer angehen oder halt die irgendeine Steckdose angehen. Ja? Und das kann man dann halt, muss auch nicht vom gleichen Hersteller sein. Ihr könnt zum Beispiel von Devolo nicht, das ist halt über eine andere App, Switchbot. Ja, Switchbot, Bewegungsmelder. Wenn da was passiert, der ist hier so direkt drinne. Und ihr könnt eine Routine erstellen, wenn der Switchbot Bewegungsmelder merkt, dass da eine Bewegung ist, also dass man durchgeht. Soll die Steckdose angehen, Schlafzimmer soll angehen, was weiß ich, die TV-Steckdose im Schlafzimmer soll angehen, dass der Fernseher dann schon angeht und alles drum und dran, dass man da an A-Punkt sagen kann, hier mach mal alles an und so, weil das ist bei mir grundsätzlich aus. Also wenn ich Schlafzimmer verlasse, ist da komplett tot. Das Einzige, was am Dauerstrom ist, ist meine Nachttischlampe und mein Atemkasten, also wegen meinem Schlafapnoe, was mir abends dann zusätzlich Luft gibt und dafür das verhindert, dass ich halt Atemaussetzer habe. Das ist cool. Das ist richtig cool. Das gefällt mir. Was haben wir denn hier drin? Anderen Assisten und Apps. Weitere hinzufügen. Kopieren. Kopiere den Code, gib ihn in der App ein, die du zur Steuerung des Gerätes verwenden möchtest. Oh, kopieren. Mehr dazu.
Number oder Code. Ein Meta-Gerät kann mehrere Smart Home Assisten unterstützen. Aus Sicherheitsgründen verlangt das Meta-Gerät, dass der Geräteigentümer einen Echtheitscode angibt. Besitz Geräte, Smart Home System verbunden. Smart Home System und Sprache sind mit diesem Gerät verbunden. Der neue Einrichtungscode kann das Format eines Nummers Code. Das ist ja cool. So, Typ, Lampe, Steckdose, das ist ja natürlich. Steckdose Original. Verbunden über Echo Show 3 ist er gerade dran. Also nicht mal über meinen Fire TV, der ist über den Echo Show 8 Gen 2. Das ist der in der Küche, glaube ich. Seriennummer. Okay. Warte mal jetzt. Müssen wir mal gucken. Was ist denn mit den Leuten, die oldschool eine App benutzen wollen? Da steht gar nichts da. Warte mal, müssen wir mal auf der Webseite gucken, was da steht. Wenn man das Oldschool benutzen will. Wi-Fi, Zigbee, Meta, Bluetooth, Wi-Fi, okay. Meta haben wir da. Das haben wir ja durch. Haben wir denn auch hier eine App? Produkte EU. Support. Block. Suchen App. Ich habe doch aber davon denen schon mal eine App gehabt, oder? Google. Einfügen. Über Smart Life soll das wahrscheinlich dann funktionieren. Ich muss das nur testen, was passiert. Ob man das. Ja, ich weiß. Anmelden. Was? Ist ein Fehler aufgetreten? Warum? Falsche Kontoinhaber? Nein. Ein vorhandenes Konto verwenden. Das Anmeldung. Ja. Passwort vergessen. Ich muss sagen, Passwort vergessen, weil der irgendwie. Das nicht machen will. Das
kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, obwohl ich habe da ein Konto. Ist das jetzt bei Junkmail drin oder was? Nö, da ich doch, oder? Smart Life, da ist er doch. Muss erstmal hier das Freizeichen rauslöschen. Das macht er mir nämlich immer als Telefonnummer. Wenn es bei Spam drin ist. Kopieren. Gewählte Nummer ist nicht vergeben. Ja, nicht angerufen. Idiot. So, Code einfügen. Passwort. So, Passwort. Ja, nämlich das gleiche. Ich hab's. Standort. Zulassen. So. Jetzt nehmen wir mal die. Die haben wir, wie gesagt, mit Meta verbunden. Jetzt nehmen wir die mal rein. So. Und die blinkt. Ich hoffe, ihr seht das. Die ist mit Meta. Die ist blinkend. So, und er hat gleiche QR-Code einrichten? Ne, das ist Alexa. Will ich jetzt nicht. Ich will hier ein Gerät hinzufügen. Gerät hinzufügen. Eine WLAN-Steckdose. Weiter. Ja, sie blinkt. Weiter, weiter. Ich suche danach Geräten. Das Gerät immer noch nicht entdeckt. Wir lassen es mal kurz laufen. Ich guck mal hier. App Control. Also hier steht auch App Control drin. Also sollte es auch mit App funktionieren. Firmware, Platz. Und da kommt schon das nächste. Hier noch weiter suchen lassen und gucken uns hier steht aber auch wirklich nur Connect Apple Home Alexa Google und SmartThink. Wir gucken mal bei SmartThink. Bluetooth und so soll alles an sein. Dann soll man die SmartSync App. Okay, das läuft alles über SmartSync. Okay. Google Assistance. Ja, alles über die Google Assistant. Ja, da geht man da rein. Da, da, da. Okay. Gut. Okay. Ne, wird dann gefüttert wollen. Nicht funktionieren. Trotzdem beenden. So, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal auf. Ja, zustimmen. Ich selbst da bin ich nicht verbunden. Und wie gesagt, selbst wenn ich nicht verbunden bin, die Geräte funktionieren alle weiter ohne Probleme. So. Ah, hinzufügen ein Gerät, WLAN-Steckdose. Hinzufügen. Ja. Dann läuft das über die Tuya-App. WLAN-Steckdose wird hinzugefügt. Da oben. Da läuft es. Es blinkt hier schon nicht mehr. WLAN-Steckdose hinzugefügt. Zack. Also es ist die Tuya-App.
Ja, Tuya dient ja sowieso für vieles. Da haben wir dann auch einen Zeitplan für An- und Ausschalten, einen Countdown, wann sie an oder wenn sie jetzt gerade an ist, wann sie ausgehen soll oder wenn sie aus ist, wann sie angehen soll. Mehr Überladungsschutz. Ne? So, ich geht jetzt nicht, weil ich keinen Stecker drin habe. Okay. Betrieb anzeigen. LED ein. LED aus. Nehmen wir das mal ein. Position des Schalters. Also dann ist halt immer an, okay. Machen wir eine Position des Schalters anzeigen. Nee, immer an. So, wir wollen ja ein bisschen testen. Lock. So. Hier sehen wir denn den. Da können wir dann auch den Stromverbrauch sehen. Ist natürlich jetzt hier nichts, weil ich habe es gerade erst verbunden mit der Tuya-App. Aber das ist gerade so, da kriege ich gerade Augenkrebs hier, ey. Jetzt ist er ein. Aus. Ein. Aus. Leute, Entschuldigung, aber das geht mir auf die Nüsse. Dumm. Ist er denn hin? Da oben. So. Das ist der dunkle Modus. Optionen gehen wir dann. Und dann können wir hier. Achso, die ist schon drin, die App. So, erzwingen. Gut, wir können die App leider nicht in den dunklen Modus erzwingen. Schlimm. Neu verknüpfen, Link entfernen. Unterstützte Kategorien automatisch. Okay. Tuya ist ja logischerweise mit Amazon verbunden. Gerät Update. Automatisch aktualisieren. Bestätigen. Neueste Version schon. Also die ist jetzt auf Version 1.7.16 und jetzt die neueste Version ist auch die, genau diese Version steht hier. Ja, also da ist jetzt nichts Neueres. Ich habe jetzt einfach nur automatisch aktualisieren an. So, ich bin mal jetzt gespannt. Ich will mal jetzt testen. So. Weil viele von euch sind ja noch oldschool und sagen, ich möchte lieber meine App und vor allen Dingen, man kann, wenn man es direkt mit Meta, mit Amazon verbindet, ist ja das Problem Stromverbrauch. Sehe ich bei Amazon nicht, sehe ich nur hier in dieser App. So, jetzt nehmen wir einfach mal die Steckdose, die wir Meta verbunden haben mit dem Echo. So, und gucken, ob wir jetzt hier. Jetzt hat es aufgehört. Hier zählt zwar die Zeit noch.
Das war jetzt mein Problem. Also wenn das jetzt klappt, dann weiß ich, was das Problem war. Ja. Fehler. Erneut versuchen. So. Gerät suchen. Ich mach mal ein. Sicherheitshalber. Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist und in der Nähe ist. Ist es. Ich mach mal sicherheitshalber. Entdecken. Fehlgeschlagen. Okay. So. Erneut versuchen. Geh mal zurück. Neu scannen. Scannen. Dann den Metacode. Es blinkt. So. Ach, deswegen. Falsches Netzwerk. So. Oh, nein, Fritzbox will ich verbinden. So. Weiter. So, jetzt sollte es klappen. Ist nämlich zu meinem Orbi umgesprungen und nicht zu Fritzbox. Und Orbi ist im 5 GHz-Netz. Gerät verknüpfen. Jetzt leuchtet es und wir haben es verknüpft. Okay. Und da ist es. So, dann können wir das ausmachen. Zurück. Das nochmal rein. Dann weiß ich, was der Fehler war. So, 1, 2, 3, 5. Jetzt blinkt das schnell. Neues Gerät hinzufügen. Scan. Zack. Also ihr könnt es über die Alexa-App, Google-App, also Google Assistant, SmartThings, Siri direkt verbinden. Oder halt erneut versuchen. Warte mal, habe ich denn überhaupt? Muss ich mal gucken. Nee, ich bin mit 2,4 GHz verbunden. So. Außer die eine, die über Amazon verbunden war. Die war die Gerät in der Nähe verbinden. Jetzt leuchtet's. Also jetzt könnte es funktionieren. Gerät verknüpfen, ja. Und da ist es. Ja, es war, weil das nicht geblinkt hat. Ja. Okay. Muss ich mal hier kurz alles rausmachen, hier ein bisschen aufzuräumen. So. Können wir das beiseite räumen. Also wir haben jetzt hier in der Verpackung 4 Smart Plugs, die ihr halt entweder über die App steuern könnt oder direkt über den Assistance. Das ist jetzt für den einen oder anderen interessant, der halt nicht extra eine App haben will, der halt ein Echo zu Hause hat und sagt, ey, ich will kein Hub, wie bei Zigbee zum Beispiel ist. Ich möchte halt auch keine App oder so. Ich möchte einfach, dass das mit meinem Echo verbunden ist und dem Echo sage ich dann aus oder an oder was weiß ich. Und dann funktioniert das. Funktioniert. Super, habt ihr gesehen. Andere, die halt jetzt die App nutzen wollen, steht jetzt nicht da, aber die eine App nutzen möchten, können jetzt Tuya oder Smart Home. Ich empfehle euch, nee, Smart Life. Ich empfehle euch Smart Life. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber auch Tuya ist sehr gut. Aber Tuya war am Anfang immer etwas verwirrend. Ist jetzt alles aufgeräumter. Also eine von den beiden App kann ich euch empfehlen. Ich werde sie euch beide in die Videobeschreibung packen. Und dann den Code scannen, der hier an der Seite ist. Und dann verbindet er sich. Achtet darauf, dass er hier oben leuchtet. Das war mein Problem, warum es bei mir die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Das hat nicht geblinkt. Das war nur an, die Steckdose, aber nicht geblinkt. Ja. Verarbeitung ist gut. Es funktioniert alles, wie es soll. Also auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich werde euch die Steckdosen hier auch verlinken. Ich werde euch auch den Shop, den Amazon-Shop von, ich spreche es lieber nicht aus, verlinken. Vielleicht wollt ihr eine einzelne Steckdose und kein Viererpack. Die haben auch ganz andere, auch Steckdosenleisten haben sie und so. Guckt da mal rein. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.